Atelier Pfister ist ein sehr wichtiger Partner für mich, da er wirklich auch die Wohnkultur in der Schweiz beeinflussen kann. Deswegen ist es ein sehr wichtiger Partner für mich. Spannend ist aber auch, dass man in dieser längeren Zusammenarbeit auch die Menschen dahinter wirklich kennenlernt und natürlich auch die Kollegen, die anderen Designer, mit denen wirklich auch einen regen Austausch hat. Vor allem auch mit dem Kurator Alfredo Heberli, was immer auch sehr wichtig ist, um wirklich gute Produkte zu entwickeln. Die Grundidee war, ein solides Bett aus Holz zu gestalten, das aber visuell leicht wirkt und dann auch einen lockeren, zeitgemäßen Ausdruck in die Schlafräume der Schweizerinnen und Schweizer einhauchen kann. Bern Eck stellt sich zusammen aus zwei Wörtern, Bern und Eck. Bern soll etwas erinnern an die Landeshauptstadt und auch an die Herkunft dieses Bettes. Es wird zu 100% in der Schweiz hergestellt und eckige Elemente werden dann getragen durch diese Holzkonstruktion. Und so schien mir, dass Berneck wirklich auch der richtige Titel dafür ist. Natürlich ist es auch ein Ortschaftsname aus meinem Heimatkanton. Ich komme aus St. Gallen und Berneck liegt gleich im St. Galler Rheintal. Die Schweiz bedeutet für mich Heimat. Wenn man in einem kulturellen oder Kulturraum lebt, dann wird man unweigerlich davon beeinflusst. Das ist vielleicht auch der Grund, warum meine Produkte sehr klar, einfach, funktional und auch schön sind. Natürlich immer mit einer Prise Leidenschaft dabei.